Sie sind hier, 20. Januar 2019, 22.52 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. José Callejón brachte Neapel gegen Lazio in Führung. Urheberrecht Getty Images. Im Spitzenspiel der italienischen Serie A bezwingt Neapel den 5. Lazio Rom. Dabei stellen die Gastgeber schon in Halbzeit 1 die Weichen auf Sieg. Der italienische Vizemeister SSC Neapel hat den Rückstand auf Spitzenreiter und Titelverteidiger Juventus Turin in der Serie A verkürzt. Napoli gewann das Spitzenspiel gegen Lazio Rom 2:1, 2:0 und liegt mit 47 Punkten noch 6 Zähler hinter Juve. Der Rekordmeister könnte am Montag mit einem Sieg gegen Chievo Verona den alten Abstand aber wiederherstellen. Der Anschlusstreffer des Ex-Dortmunders Ciro Immobile, 65. war für Lazio am Sonntagabend zu wenig. José Callejón, 34. und Arkadiusz Milik, 37. hatten die Gastgeber in Führung gebracht. Bei den Römern flog Francesco Ekerbi in der 70. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Lazio fiel mit der Niederlage in der Tabelle mit 32 Punkten hinter den Stadtrivalen AS auf Rang 5 zurück. Die Roma hatte am Samstag 3:2 gegen den FC Turin gewonnen, von Sportinformationsdienst.